Moderatoren und den Veranstaltern und Sponsoren auch von Seiten der Zuschauer einmal, des einfachen Zuschauers, ein herzliches Dankeschön sagen. Der Ablauf, der organisatorische, von der Parkplatzorganisation, von der Organisation am Platz und von der Organisation der einzelnen Clubbeiträge, kann man nur sagen, Spitze, ohne Übertreffen. In diesem Sinn darf ich noch einmal Dankeschön sagen aus meiner Sicht und Ihnen allen, liebe Besucher, auch so wie mir, viel Spaß noch wünschen. Danke. Vielen Dank, aus Donauwörth. Ja, das ist doch schön, wenn man sowas hört. So, und während der Wirt die schönen Worte hier für Leukirch gefunden hat, aktuell im Flugslot kein Unbekannter. Günter Hölzelwimmer, Hölzelwimmer Modellbau mit der 47% Piper Pony aus dem Hause Bill Hempel Modellbau. Ich habe es ja heute schon mal gesagt, der Günter Hölzelwimmer importiert diese Modelle von Bill Hempel. Erst kommen sie von Fernost nach Amerika und von Amerika dann heim nach Netzlingen zum Günter. Ja, die Piper Pony, sehr, sehr schönes Modell, gibt es in zwei Größen. Einmal eine Klasse für 50 Kubik und hier die ganz große. Früher war in dieser Piper Pony ein Mintor 4-Zylinder verbaut, aber er hat es jetzt umgebaut auf einen Kolb, 220 Kubikzentimeter, glaube ich, ein 4-Zylinder-Boxermotor in Viertakttechnik. Sowas haben wir heute hier noch gar nicht gesehen, also 4-Zylinder gibt es auch als Viertakter. Mit einem sehr, sehr schönen Sound, auch dieses Modell ist zulassungspflichtig, weil es weit über 25 Kilo wiegt, ich glaube so an die 35. Günther hat sehr, sehr viel Spaß mit diesem Modell. Und im Original wird die Piper Pony als Agrarflugzeug eingesetzt in Amerika zum Bestäuben, zum Besprühen, zum Samen verteilen auf sehr, sehr großen Feldern. Dort hat die Piper Pony ihr Zuhause. Die Piper ist gut zu erkennen an einem sehr, sehr hohen Cockpit. Ähnlich wie die Krug. Es liegt ganz einfach daran, der Pilot muss sehr, sehr weit oben sitzen, um möglichst guten Überblick zu haben. Böse Zungen begreifen, die Piper Pony ist ein Flugzeug, das permanent oder vielmehr wie eine normale Piper ist, die sich permanent im Rückenflug befindet. Weil anders wie bei der üblichen Piper, bei der P18 oder wie bei der J3, die Flächenstreben ja als Hochdecker unten hat, hat sie die Piper Pony als Tiefdecker oben. Dient einfach der Festigkeit und ist eine super Sache. Ja, vor mir liegen diese schönen Red Bull Swifts vom Team Chara aus der Schweiz. Gefinisht wurden diese Swifts bei J.A. Folie Design in Tannhausen, bei Björn Gredel. J.A. Folie Design, wir lassen ihr Modell zur Perfektion reifen. So, und da kommt er auch schon rein zur Landung. Der Günther mit seiner großen Pony, 4,80 Meter Spannweite, 220 Kubik. ARF aus dem Hause Wilhelm Böll, T-Match. Super Sache. So, und jetzt haben wir noch mal zwei ganz wilde am Start hier.